Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Let's Show Minecraft. Heute wieder mit Feed the Beast. Ja, was haben wir Neues? Viel ist es nicht. Kleinigkeiten eigentlich nur. Hier einmal ein bisschen neue Beleuchtung reingepackt. Finde ich optisch etwas hübscher als diese ollen Fackeln da oben. Ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich das auch noch mal. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir einen Miner. Lass mal ein bisschen Licht machen, dass man hier auch was sehen kann. Und zwar, da ich hier in einem absoluten Sandsteinbiotop bin, sage ich mal so, wird hier nicht viel anderes rauskommen als Sandstein. Hiermit werden im Prinzip die beiden Motoren gestartet. Nicht runterfallen. Diese beiden Motoren liefern für diesen Miner hier den Strom. Und hier unten sitzt ein, ja, ich sag mal, so ein Diamantbohrer, Presslufthammer, was auch immer. Der baut also alles ab, was ihm in die Quere kommt, und das Ganze runter bis zum Grundgestein. Ja, gehen wir erstmal wieder hoch hier. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, klar, ja, hier im Sand, das im Sandstein rumzubohren, ja, das ist sinnfrei, das weiß ich. So, darum schalten wir das Ganze jetzt einfach erstmal wieder aus. Der braucht jetzt noch seinen, verbraucht noch seinen Reststrom, weil hier die Dinger sind zwar voll, aber wenn ich dann die einschalte, dann passiert auch nichts. So, jetzt ist es so, wir werden mal hier aus den beiden Kisten die Sandsteine einfach mal rausnehmen. Ach, komm, lassen wir laufen. Kommt ja auf ein Stück nicht drauf an. Hier kommen wir gleich mal zu. So, und dann habe ich jetzt hier mal so ein paar zusätzliche Maschinen noch aufgebaut. Und zwar einmal ein Kompressor. Dann eine Zentrifuge bzw. Zentrifugenextraktor. Hier ist mal nur ein Extraktor. Hier ein Macerator. Dann nehmen wir mal den Sand raus. Ein Rotary Macerator. Ein Singulari Kompressor und ja, ich glaube, das war so irgendeine Workbench-Geschichte. Hier ist es so, wenn ich jetzt hier den Sandstein reinschmeiße, irgendwie so, dann kommen hier irgendwann dann so gemeißelte Sandsteine raus. Vorausgesetzt, ich tue da nicht schon von vornherein gemeißelten Sandstein rein. So, müsste das eigentlich sein. Plüpp, und dann kommen hier glatter Sandstein, sowas. Nicht gemeißelter, glatter Sandstein. So, der Singulari Kompressor. Ja, ich muss ja eingestehen, ich habe keinen blassen Schimmer, was das Ding ist. Weil hier geht der Druck hoch, wenn ich da Sand rein tue. Und irgendwas wird dabei rauskommen. Lassen wir uns mal überraschen. So, der Rotary Macerator. In den kann ich hier Sandstein reinfüllen. Und der macht mir dann aus dem Sandstein, sehen wir gleich, macht er mir wieder Sand. Der normale Macerator macht das auch. Man sieht dann hier, dass da ein bisschen was passiert. Und dann wird da Sand raus. So, dieser Extraktor. Ja, also da passiert hier nichts. Da passiert hier auch nichts. Und hier passiert auch nichts. Muss ich mir halt noch mal ein bisschen durchtüfteln, für was das auch immer ist. So, dieser Zentrifugenextraktor, das gleiche Spielchen. Ja, ich habe noch keine Ahnung, was ich da reinpacken muss, damit das Ding funktioniert. Und der Kompressor, Entschuldigung, den hat man ja schon mal gehabt. Der macht mir aus Sand, macht er mir. Was war denn das? Moment, ach, warten wir doch einfach ab, was passiert. Jetzt trinken wir ein Schlückchen Kaffee. Ein Sandstein macht er mir. Sowas. Also der Kompressor macht aus Sand Sandstein und der Rotary Macerator macht aus Sandstein Sand. Genauso wie der einfache Macerator auch. Das heißt, man kann das die ganze Zeit hin und her und hin und her machen. Wenn man das denn möchte. Hier habe ich noch keine Funktion herausgefunden. Das braucht wohl, glaube ich, irgendwie Strom oder so. Naja, gut. Weiter zum nächsten.
Was haben wir hier aufgebaut? Hier haben wir erstmal eine unendliche Wasserquelle. 3x3. In jeder Ecke Wasser. Und schon hat man eine unendliche Wasserquelle. Ein Ultimate Hybrid Solarpanel, weil das halt eben viel speichern kann. Eine einfache Electric Engine und eine Pumpe. An diese Pumpe einfach goldene Wasserleitungen geschlossen, weil Dekadenz lässt grüßen, nobel geht die Welt zugrunde. Warum hält seine Leitung, wenn wir auch goldene nehmen können? An die goldene Leitung einfach Tanks draufgesetzt, die jetzt einschalte. Sieht man, wie sich hier die Tanks nach und nach befüllen. Da es eine unendliche Wasserquelle ist, versiegt die natürlich auch nicht. Hier tauchen zwar ab und zu mal so Felder auf, aber da es ja aus den Ecken immer wieder nachläuft, braucht man sich da keine Gedanken machen. Ja, das Spielchen geht so lange, bis das Ding halt voll ist. Die läuft noch ein bisschen nach. Das heißt, wenn ich sie ausschalte, wird trotzdem noch ein bisschen Wasser reingepumpt. Gut, habe ich jetzt, hätte ich jetzt etwas länger laufen lassen sollen, dann hätte man das sehen können. Und ja, diese Sachen, das sind nachher oder ist gedacht im Prinzip das Wasser für Kühlung von Motoren. Wenn man zum Beispiel Verbrennungsmotoren hat, die muss man zum Beispiel kühlen. Wenn die nicht genügend gekühlt werden, ist es so, dass einem die Dinger irgendwann um die Ohren fliegen. Diese Electric Engine habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ob die einem um die Ohren fliegen. Und das könnte man ja einfach mal testen, indem man hier einfach mal eine nimmt. Klemmen die einfach mal da an. So. Klemmen die da einfach mal an und dann nehme ich mit einer Fackel, Dumbatz, Schalter. Mit einem Schalter müsste das eigentlich hier natürlich nicht. Setzen wir sie mal hier hin. Ja, da verbindet sie sich. Schalter. Ja, jetzt müsste natürlich nur noch laufen. Um dass die dann läuft, was machen wir denn da mal dran? Schauen wir mal, was wir Schönes haben. Und zwar im Buildcraft. Nehmen wir doch einfach den Minenbohrer, der hört irgendwann auf. Steinbruch haben wir schon. Was nehmen wir denn mal? Versuchen wir einfach mal. Energieleitung einfach, die müsste eigentlich dann schon anlaufen. So. Ah, sie läuft schon. Sie bewegt sich halt nur nicht, aber man sieht, dass hier sie sich farblich verändert. Das heißt, sie kriegt hier im Prinzip schon Saft. Hier ist die Temperatur, die geht jetzt hoch. Wir lassen die einfach mal laufen, gucken, was passiert. Gucken, ob die auch einem irgendwann mal um die Ohren fliegen. Ja, das einmal dazu. So, dann hatte ich ja hier schon mal erwähnt gehabt. Ich mache das hier mal eben weg. So, da flitze ich mal eben schnell ins Lager. Ihr könnt ja mitkommen. Hey, euch bleibt gar nichts anderes übrig, als mitzukommen. da, und zwar nennt sich das CF Sprayer. Und wieder raus hier. Husch, 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 husch. Dieser CF-Sprayer ist von daher ganz lustig, weil das ist im Prinzip Bauschaum. Den kann ich jetzt hier einfüllen und schwitz macht das Ding hier, ich glaube 16 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na gut, 13 waren es. 13 Blöcke im Prinzip in eine Form rein. Die werden irgendwann hart, dann werden die hier wie so Stein und dann, da muss ich mal hier den Mod-Modus mal das Ding hier wechseln. So, und zwar gibt es da
War es jetzt die Farbe oder die Rolle? Das testen wir einfach gleich mal aus. Da sind wir ja flexibel und arbeitsscheu. Irgendwo waren Farbrollen. Ich finde sie nicht. Oh, Farbrollen. Da sind die Farbeimer. Da sind die Pinsel. Irgendwo waren Farbrollen. Ich habe sie gesehen, ich weiß es. Die Frage, waren sie jetzt in Vize Beast oder waren sie in dem 152? Irgendwo. Na, da sind sie doch. Nehmen wir mal blau. So, und wenn dieses Zeug dann soweit ist, damit geht es nämlich nicht, dann kann man das Ganze blau einfärben. Mit der Farbrolle. Dauert ein Weilchen, bis das hier hart wird. So, so. So, und wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir doch einfach mal, ach, nehmen wir Sand. Sand müsste es auch tun. Und zwar, wir jetzt hier mal einfach mal hochbauen. So. Nehmen wir gleich hier, weil es da runtergefallen ist, auch. So. Müssten ungefähr 12 sein. Dann sollte das Ganze sich auch als Mauer bauen. Tut's nicht. Gut, das so war es verkehrt. Also so dürft ihr es nicht machen, weil das funktioniert nämlich nicht. Probieren wir mal noch was anderes. Und zwar, tak, tak. Na komm her hier. Ich gehe da einmal ans Telefon. So, weiter geht's nach der kleinen Störung. Aber war nur ein Kollege, der der Meinung war, ich habe im LKW bei mir das Licht angelassen. Naja, ist nur diese blöde grüne Innenbeleuchtung, nichts Besonderes. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob das jetzt so klappt. Nee, ich muss hier runter. So, und so funktioniert es nicht. So. Einfach mal gucken, ich will mal hier so. Gucken, ob das sich jetzt aufgefüllt hat hier. Normal müsste sich das nämlich auffüllen. So, ich den Sand jetzt hier wegmache. So. Dann habe ich hier eine PU-Schaummauer. Ja, und das Ganze kann man halt eben sich, sag mal, in Form packen, wie man das gerne möchte und dann dementsprechend auffüllen. So, zum Beispiel so. Denn na, geh da rein. So, da rein. So. Und das Ganze mit Puhschaum. Putsch. Na, so sollte es sein. Und halt eben alles, was nicht eingeschaltet ist, ja, wie man es halt eben von PU-Schaum kennt, drückt sich halt seitlich raus. So, was man noch machen kann, ist das Zeug einfach auf den Boden spritzen. Dann baut sich hier so ein Türmchen auf. Das kann man variieren. Da kann man immer wieder drauf. So, und kann sich da im Prinzip, ja, es haben auch zur Not hier ein Häuschen rausbauen, und wenn das halt irgendwann mal hart wird, malt man das Ganze halt bunt an. So, hier können wir noch weiter pinseln. So. Und schon noch was bunt. Das trocknet irgendwann auch noch weg hier. So, hier trocknet es irgendwann auch. Und dann kann man das halt eben farbig gestalten, wie man das möchte. Vom Prinzip her ähnlich wie mit der Wolle. Die Wolle lässt sich, jetzt weiß ich, muss ich überlegen, in welchem Mod das gewesen ist. In einem Mod war das, da kann man die Wolle auch einfärben. Ach, hier war das. ja. Wenn man halt eben alles zum Beispiel mit von mir aus weißer, schwarzer oder sonst irgendeiner farbigen Wolle bastelt, geht man halt danach einfach bei, nimmt sich eine Farbrolle und malt das Ganze halt einfach an. Was die Pinsel jetzt sind, ist natürlich auch eine gute Frage. Na, das finden wir nochmal irgendwann raus. So, kann ich hier zum Beispiel so. 3, 4. Kann man halt eben das Ganze
auch bunt anmalen. Geht natürlich hier auch. Und so kann man das sich halt einem alles wunderschön farblich gestalten, wie einem das gerade gefällt. Ohne dass man halt eben ja, den Block wegmachen muss und einen neuen hinsetzen muss. Ja, gut. Hier sieht man, passiert also nichts. Das ist den Maschinen scheinbar relativ egal. Das ist gut, um keine Angst zu haben. Dann können wir den nämlich hier laufen lassen. Gut. Das soll es denn hier erstmal soweit wieder gewesen sein. Ja, ich werde mal gucken, was ich als nächstes baue. Im Moment bin ich noch nicht so ganz sicher, was ich wohl mache. Gucken, was mir noch Schönes einfällt. Ich hätte eigentlich vor, irgendwie hier noch so ein Platz ist ja hier mehr wie genug. Ist ja eine Flatwelt. Daher auch da unten die beiden Portale, um in die anderen Welten zu kommen. Hat halt irgendwie vor, hier so ein irgendwie was Größeres noch hinzubasteln. Mal schauen, was das wird. Ich sag auf jeden Fall erstmal wieder, das war's. Und